Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Ark. Ja, ich bin gerade wegen beim Steinesammeln gewesen, hab mal gesehen, dass da eine Flosse im Wasser ist und hab da immer wieder wegen drauf geschossen. Ja, und wie man sieht, liegt da was und den wollen wir uns jetzt tamen. Werde aber jetzt erstmal dem ein wenig Narkose geben. Das heißt, ich muss sofort nach oben mir das Zeug holen. Ich habe Prime Meat. Muss ich mir auch sofort holen. Den will ich nämlich haben. Das wäre mein erster großer Raubtiersaurier. Wäre natürlich cool, wenn wir so einen hätten. Wie gesagt, teilweise ist schade, aber wenn ich alles aufnehme, wie gesagt, habe ich dann im Ende Februar alles aufgenommen bis zum Jahresende. Das bringt uns ja auch leider nicht weiter. So, ich nehme mal auf jeden Fall 72 Stück von dem mit. Dann nehme ich davon 12 mit. Müsste davon eigentlich noch mal welche haben. So, jetzt muss ich mich nämlich beeilen. Weil das Spino weiß ich nämlich, der trinkt nämlich das Zeug. Ich habe auch überlegt, ob ich die Wunderwaffe eingesetzt habe, also diesen besseren, aber habe ich nicht. So. Auf 35. Dann nehme ich mal davon die Hälfte. So, du bist ein Level 12. Du bist ja gar nichts. Bist ja nur ein Baby. Aber ist egal. Auch Babys sind bösartig in deiner Kategorie. Und du hast 2860 auf 2510 müssen wir runter. So, dann schnappe ich mal Luft. Und ja, weiter geht's. So, 2510. Ist auch schön den Torpor beachten. Aber der Brontosaurus, der da oben auf dem Berg steht, den finde ich einfach nur geil. Das Schöne ist auch, der ertrinkt Gott sei Dank hier nicht, weil die Flosse noch rausguckt. Ist lustig. Aber für uns gut. Wie gesagt, ich habe da glaube ich drei oder viermal drauf geschossen, habe mir nichts dabei gedacht und auf einmal macht das Ding. Pff, bewegt sich nicht mehr. Habe ich dumm geguckt. Und ich glaube, für den kann ich sogar schon einen Sattel bauen. Vielleicht, wenn wir den getamed haben und den Sattel gebaut haben, kann ich nochmal leveln. Dann will ich mir nämlich den Sattel für den Biber machen und mir demnächst einen Biber organisieren. Das wäre eigentlich auch noch so eine Sache. So, nochmal nach oben. Sauerstoffen. So, 2510. Na komm. ich muss dich jetzt erstmal umschalten auf nicht so aggressiv. Du schaust so schön aus. Bist zwar nur ein Level 16, aber wie gesagt, bist ein Spino. Mein erster großer Raubding. Klar, ich habe die los und danach als nächste Größe Spino. Ist alles gut. So, was brauche ich denn, um mir einen Spino Sattel zu bauen? Dafür brauche ich auf jeden Fall das Smithy. Sattel, Spino, 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 Spino. Ich brauche Siliziumperlen, die habe ich noch nicht. Zementpaste, Fiber und Hide. Jetzt ist die Frage, komme ich da dran?
Ich glaube nämlich, dass in dem Fluss hier ein paar sind. Kann ja mal versuchen runterzutauchen, ob ich was sehe oder ob ich gleich mal gefressen wäre. Ich habe gedacht, ich habe das letzte Mal hier was glitzern sehen. Ja, ich sehe was glitzern. Da will ich hin. Also einigermaßen an der Oberfläche. Wäre cool, wenn ich die hätte. Au. Noch einer. Ja. Warum frage ich so blöd? So, nächster. So. Noch einer. Dich wollte ich jetzt nicht haben. Du bist ein Level 114. Ich hätte dich gern anders haben. Ich hätte noch gern einen Raptor. Stillgestanden. In the face. Da wo einer ist, sind auch zwei. Wo zwei sind, sind drei. Vier. Alles in die Nase. So. Auch nicht schlecht. Ein Raptor. Level 114. Das gefällt mir schon besser. So, was was hast du denn, Food? 3360. 2810. Boah, ich wollte Siliziumperlen haben. Warte mal, ich bin gleich wieder da. Moment, ich muss erst mit dem da spielen. Nicht, dass der meint, du bist sein Abendessen. 132er. Da war nix. So. Was ist die große Taming? Taming-Tag. Und ich wollte nur dieses scheiß Silizium Perlen haben. So, einfach hingehen und krabbeln. So, ich habe auf jeden Fall meine Silizium-Perlen, die ich brauche für einen Sattel. Wisst ihr, man geht's, man will Sattel holen gehen. Man will Steine holen, kriegt ein Spino. So, man will dann einen Rucksack, den Ding, den Sattel bauen für ein Spino. Man kriegt einen Raptor und einen Dilo. Super. Total klasse. Reicht's? Noch ein. So. Nicht aggressiv und mitkommen. So. Jetzt haben wir gesagt 2810. Oh, haben wir gleich. Rex würde mich hier noch reizen, aber ich bin davon noch ein bisschen weg. Also ich sag mal, da will ich auf jeden Fall mindestens einen gelben Pfeil haben und den auch als erstes losjagen. Und dann mindestens noch, ich sag mal, von der nächsten Pfeilgröße auch 5 oder 6 Stück. Das heißt, ich muss Narkotik sammeln. Das heißt, ich bräuchte bald meinen Stego.
Wir müssen mal richtig bald demnächst mal auf Wanderschaft gehen. Richtig bald demnächst, ja, das ist ein Satz. Glaube ich mehr, glaube es, die mich einige Deutschlehrer töten wollen oder so. Was labern die da für ein Scheiß? So. So, Level 168er. So. Kommt's mal mit. Jetzt bist du ein Ufer einer. Jetzt bist du ein ganzer harmloser. Wer jetzt wohl verliert? Gemacht. Danke. Ich muss noch unbedingt die Attack-Taste rausfinden. Welche, dass ich da belegt habe? Irgendeine von denen, das weiß ich auch, aber welche? Das weiß ich nicht. So. Meine zwei Türsteher stehen schon da, weil die habe ich mir schon mal so weit vorbestellt, falls der Spino rauskommt und mich ärgern will. Er kam raus, aber jetzt ist er der Freund. So, okay. So, das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall... Also, die Perlen habe ich. So, und zwar... Sattel. Zementpaste 45, Height 380, Fiber 200. Fiber. Voll. Egal, immer ein wenig mehr. Jetzt ist die Frage, wie viel Zementpaste habe ich mittlerweile? 20. Brauchen tue ich. Kühle, ach so. 45, das heißt, ich brauche noch 25. Das heißt, ich brauche noch Steine. Stone, 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 Stone. Gib mir mal bitte 100. Okay. Bisschen was habe ich noch vom Chitin. Aber nicht mehr viel. Das heißt, ich muss hier auch bald mal loswandern. Brauche ich wieder sau viel Stein, ach Mann. So, 25. Das heißt, der kann laufen. Das heißt, ich kann mein gutes Fleisch wieder aufräumen. Oh, Fisch kann ich auch wegräumen. Das Schlimme ist, meine Rüstung gibt jetzt auch bald den Geist auf. Und... Oh, du kriegst gleich Sattel. Dann kann ich mal schnell schauen in der Zeit. Raptor. Für einen Raptor brauche ich 110, 65, 20. Gar nicht sicher. Halt, Moment. Moment. Rangucken. Ah, richtig geraten. Ich
hatte ja noch einen, weil ich hatte ja das letzte Mal meinen richtig guten, bevor der weggebissen wurde. Von so einem komischen Rex. Ich bin ja mal vor allem gespannt, ob ich meinen großen durch die Tür reinkriege. Könnt ihr mir denken, nö, weil er sich das Hirn anhaut. So, dadurch, dass ich keinen Platz mehr habe, kommt das mittlerweile alles im Mietspoiler. Wird aber noch nicht laufen gelassen. Wo wollte es eigentlich überbrücken, aber vielleicht hat es auch geschafft. Ja, er hat es geschafft. Sehr schön. Sattel. Einmal einen Spinner-Sattel, bitte. Momentan haben wir 27, 200, 27. Und wir haben jetzt 27, 405. Okay. Bringen wir uns auf jeden Fall schon mal weiter. Ach genau, und zwar, der Plan war fertig. Den habe ich jetzt an Orten angelegt. Macht man hier oben. Blueprints. Und da ist jetzt die, der Plan drin. Man kriegt den raus und muss dann auf Use Item klicken. Es leuchtet dann hier. Klickt man drauf. Und dann wird der blau. Und ab dem Zeitpunkt kann ich den dann auch machen. Und ich lass mal eine Axt bauen. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt alles so haben. Also wir haben hier Durability von 95,4. Und eine Weapon Damage von 172. Und der hat jetzt 100 und 220. Das heißt, wenn die aufgebraucht ist, werde ich die verwenden. Muss ich mir halt 3 Stück bauen, ist ja auch kein Problem. So, das heißt, ab jetzt kann ich mir auch Fleisch noch besorgen. Weil ich so wenig habe. Du hast bestimmt Hunger. Okay. Du wackelst auch lustig rum. So, da kriegst du mal einen Sattel. Und dann kann ich halt mal testen, aber ich glaube... Nee, du kommst da... Oder kommst du da durch das Tor durch? Ich will jetzt erst mal gucken, ob ich da den erst mal hinkrieg. So. Und zwar, ich möchte, dass du hast als nächstes... Ja, noch einmal... Also 4000 möchte ich dich kriegen mittlerweile. Jetzt bin ich gespannt, ob der da durchpasst. Nein, passt er nicht. Cool. So, das heißt, ich muss da andersweitig rein. Also als Türsteher hier draußen mit so wenig Lebenspunkten will ich nicht. Aber ich kann dann meine Flugsau hier oben lassen. Weil ich habe dann oben einen Türsteher. Weil es dann einer meint, er muss auch blöd machen. Aha, der kommt aber auch nicht hier durch. Das ist natürlich Käse. Kannst du dich da anschmiegen? Nein, du kommst nicht durch. Okay, du musst hier unten als Türsteher arbeiten. Ja. Wenn die anderen was kriegen, dann kriegst du auch was ab. Muss ich da noch den Schwanz da wegkriegen? Vom. Ah. Strike. Mike, könntest du mal einen Schluck? Danke. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Türsteher. Großen. Und, ja, wir sind, gefightet. Ein bisschen gegen größere Viecher. Das heißt, ich darf jetzt weiter meine Steine sammeln.
werde ich jetzt auch noch tun, dass wir mit dem Haus weiterkommen. Weil ich kann schon mal wieder hingehen und noch ein paar von den Teilen bauen. Denn ich möchte so schnell wie möglich umziehen. Halt. Stone. 1000 Stück. So, und dann heißt es Stone, ich bräuchte bitte die Foundation. Wir bauen mal 8 Stück. Dann kann ich nämlich dann da fröhlich weitermachen. Ich nehme dich mit. Narkotik lasse ich mal da. So, wo ist denn, Moment, 7. Meine Alexia, die ist da. Und ich habe gelevelt. Sehr schön. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal auf Movement Speed. Das heißt, noch einmal, ab 80 Punkte. Bleiben. So, genau, meine Punkte wollte ich noch vergeben. Und zwar Sattel. Und zwar, ich brauche Carbonemes, nein. Dunkleostos, nein. Heißt auf jeden Fall total lustig. Castridis. Genau, das ist der hier. Den brauche ich. Habe ich schon mal 50 Punkte weg. So, jetzt ist die Frage, wie viele Punkte habe ich noch? Was kann ich mir davon noch leisten? Ein Dummy. Water Reservoir wäre auch nicht schlecht. Trophy Base. Wall Torches wäre nicht schlecht. Jetzt haben wir, der braucht den Basalt Turret. Wenn ich den habe, kann ich mir den nicht mehr bauen. Weil ich möchte eigentlich sozusagen auf die Brücken. Wird er dann irgendwann hier alles nach vorne geschlossen. Eigentlich eine Kanone drauf bauen. Wo muss ich den Bola? Made of Metal Chain. So, Ballista Turret. So, Ballista, Ballista, Ballista. Ballista Turret. Okay, dann lerne ich doch den. Habe ich noch 5 Income Point übrig. Da gehe ich mal ein bisschen nach unten. Ich wollte eigentlich ziemlich weit runter, weil ich glaube, bei Automated AA wollte ich noch mehr was holen. Mal erst mal gucken. Der Poop Preserver. Das lerne ich jetzt auch gleich mal. GT Grinder, der ist auch noch interessant. Den muss ich mir jetzt auch noch demnächst holen. So. Cauldron. Dafür brauche ich noch den Safe. Achso.
Ah, scheiße. Nur noch, ich brauche 12 Punkte dafür. So, den nehme ich auch mit. Das kann ich noch nicht bauen. Drank Metal Error. Harpoon. Ah, okay, mit dem kann ich ihn verlangsamen. Okay, das kommt noch alles. So, dann brauche ich aber noch ein Laster, kann ich noch lernen. Meine nächsten Punkte brauche ich eigentlich in die Industry Forges, damit ich dann mal schneller durchbrennen kann. Okay, aber ich müsste eigentlich bisschen auch hier was machen. Oh Gott, da, ich muss noch so viel lernen, Leute. Can only fancy smithy. Fancy? Midi, okay, das ist daher. Den kann ich mal lernen. Kann ich mir das auch noch machen? So, habe ich das auch. Und dann hätte ich eigentlich gesagt, habe ich schon ziemlich viel. Das Dach muss ich auch noch komplett freischalten. Das kann ich aber offen machen. Also ist ja nur tausendmal klicken. Ah, den habe ich auch noch nicht gelernt. Den kann ich noch nicht lernen. Wenn mir zu viele Punkte. Aber dann kann ich jetzt noch die Spiraltreppen bauen. Und dann mache ich noch die zwei und dann war's das. Dann habe ich jetzt die Forschung gemacht. Und dann hätte ich gesagt, war's das auch schon wieder für die Folge. Auf jeden Fall ziemlich erfolgreich mit dem Spino. Wie gesagt, dass ich den mit drei Pfeilen oder vier Pfeilen platt kriege und das waren normale Pfeile. Also die normalen grünen. Hätte ich niemals für möglich gehalten. Vielleicht war da auch schon ziemlich down. Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt haben wir einen schönen Fischfänger und einen kleinen Verteidiger. Und den werde ich natürlich versuchen zu pushen, so schnell wie es geht. Das heißt, erstmal kleine Viecher killen damit, dass er schön levelt. Und dann hätte ich gesagt, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.